Hallo Bidi, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Gerne. Ich bin Birgit Köttgen, genannt Bidi, also den Namen habe ich schon seit ist so klein. Gell? Und mich vorstellen, das ist gar nicht so leicht, finde ich immer. Ich bin verheiratet mit einem Mann, habe 5 Kinder, 5 liebe Kinder, die kleinste sitzt da drüben. Und bei mir ging es los, geht ja mal im S. Wie alt war ich da? Das war 1992. Da ging es bei mir mit schlechtem Sehen los. Ich saß vor dem Computer, habe nicht mehr irgendwie so verschwommen gesehen, gehe zum Augenarzt, der untersucht mich, sagt, er kann im Auge nichts entdecken und alles in Ordnung, er schickt mich weiter zum Neurologen. Mhm. Und ich war damals in Gemmering bei einem Neurologen, der super war, weil der innerhalb von 4 Wochen mit einem Kernspin draufgekommen ist, dass es MS sein kann, hat er damals gesagt. Okay. Und da war ich natürlich echt am Boden zerstört, weil ich habe gedacht, gut, Sehstörungen, der gibt mir irgendein Pillchen und dann geht es wieder. Und dass es dann doch sowas ist, fand ich jetzt nicht so witzig. Mhm. Noch dazu, wo es damals halt ja noch nicht so erforscht war. Und der Arzt hat mir damals aber ziemlich Mut gemacht. Der hat gesagt, also, weil mein erster Gedanke war, kann ich noch Kinder kriegen? Ich wollte immer irgendwie 4 Kinder. Irgendwie war das so mein Lebensziel. Gell? Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, na, Kinder kriegen kann ich schon noch, spricht eigentlich nichts dagegen, vielleicht jetzt nicht gleich. Und er meinte, bis die Kinder dann groß genug sind, dann wird schon was geben, das, weil ich dann auch gefragt habe, kann ich das weitergeben oder nicht. Gell? Und somit war ich beruhigt und schwuppdiwupp war ich schwanger. Und aus den 4 Kindern wurden 5, aber ja, es passt einfach und es macht Spaß, es ist auch anstrengend, also ja, man braucht schon auch gute Unterstützung und die habe ich auch. Mhm. Genau, und so geht es jetzt eigentlich Jahre, die gut waren, Jahre, wo halt wieder ein Schub war. Wenn ich jetzt so zurückschaue, so seit 5, 6 Jahren tue ich mir mit dem Gehen schwer. Also die Strecken sind immer kürzer geworden, es wird anstrengend. Und so ist es jetzt, aber noch laufe ich auf 2 Beinen. Wie alt warst du dann, als das entdeckt wurde? 24. Okay. Und quasi mit eben schlechterem Sehen hat es angefangen und dann gab es immer mal wieder einen Schub, aber während der Schwangerschaft war es auch besser, oder? Wie ist das? Während den Schwangerschaften war es besser. In der ersten Schwangerschaft nicht, da hatte ich auch einen Schub. Das lag aber, ich sage mal, nicht an der Schwangerschaft, weil in den Schwangerschaften ging es mir immer gut. Und ich hatte davor hormonell verhütet, da ging es mir auch gut. Und ich setzte es ab und schwupp kam ein Schub daher. Mhm. Also mein Ding ist immer noch, das hat was mit den Hormonen zu tun. Mhm. In der ersten Schwangerschaft, ich war so anfällig auf Erkältungen. Mhm. Also die ersten Jahre habe ich mich vor jeder Erkältung in Acht nehmen müssen, weil oft nach Erkältungen ein Schub dann folgte. Und das war in der ersten Schwangerschaft so. Aber ansonsten waren die Schwangerschaften echt immer tippitoppe. Mhm. Also die waren gut eigentlich. Sehr ja. Schön. Genau. Und jetzt hast du dich ja für so einen Rollstuhl entschieden. Ja. Wie war jetzt der Weg dahin? Wie hast du gesagt, jetzt brauche ich einen oder hast du es festgestellt? Es ist mir am Anfang echt nicht leicht gefallen, genauso wie damals auch das erste Mal mit dem Stock außer Haus gehen, weil ich hatte mit dem Gleichgewicht Probleme und dann sagt der Arzt mir, nimm doch einen Stock, dann federst du das ab. Und das erste Mal weiß ich noch, ich kam mir vor, wie mit einer hochroten Birne gehe ich in den Supermarkt rein und ich habe aber gemerkt, mit dem Stock schauen dich die Leute ganz anders an, weil ich gehe ja unrund und ansonsten haben die mich immer so angeschaut, ach, hat die einen sitzen, die geht so komisch. Und mit dem Stock habe ich ein Zeichen gesetzt, nein, ich kann nicht anders. Und schon gehen einem die Leute aus dem Weg und machen Platz. Also ich finde es eigentlich sehr angenehm. Und genauso war das jetzt mit dem Rollstuhl. Mhm. Ich kann ja nicht mehr lang spazieren gehen. Oder sagen wir mal so, meine Familie rennt mir davon und ich hechle hinterher. Ich komme auch nicht mehr hinterher und bin absolut K.O. Und mein Mann hat mich schon immer bestärkt, nimm doch einen Rollstuhl. Und ich habe mich genauso wie gegen den Stock eigentlich gewehrt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich setze mich da mal rein. Und es war super. Er fährt mich und ich bin einfach nicht K.O. Ich sehe viel, ich kann umeinander schauen. Ich muss nicht mehr auf den Boden achten, dass ich nicht stolper. Mhm. Sondern ich kann da drin sitzen und es einfach genießen.
Und mittlerweile setze ich mich echt gern rein, weil ich weiß, ich werde geschoben und bin nicht K.O. Ja, super. Jetzt hast du ja den Rolls Motion Performance, der hat ja auch die Luftbereifung. Ja. Wie nutzt ihr den denn hauptsächlich? Also das ist ja ein Rollator-Rollstuhl, kann man sowohl als Rollator als auch als Rollstuhl benutzen. Ihr verwendet ihn eher als Rollstuhl, hast du gesagt. Ja, als Rollstuhl, weil, wie gesagt, ich gehe nicht mehr weit alleine. Oder wenn, mache ich hier vom Haus meine Runden mit meinen Walking-Stecken, wenn ich etwas Gymnastik machen will. Mhm. Aber der Rollstuhl ist eigentlich immer im Auto dabei, wenn wir wohin fahren, dass mein Mann mich schieben kann, dass ich halt einfach mich nicht überanstrenge und trotzdem mobil bin. Und das ist toll. Perfekt. Ja, das ist wirklich perfekt. Genau. Und du hast auch erzählt, ihr wart sogar im Urlaub mit dem. Ja. Heuer, unser einer Sohn arbeitet in Irland und dann sind wir im Januar rübergeflogen. Und dann habe ich auch bei der Airline diesen Rollstuhlservice in Anspruch genommen, was super klasse ist, weil sie werden als Erste zum Gate gefahren und wieder abgeholt. Und wir hatten meinen eigenen Rollstuhl dabei. Wie man gesagt hat, in Irland braucht man ja auch einen. Mhm. Und auch bis ans Gate gefahren, Rollstuhl zusammengeklappt, die haben den dann verstaut und das war super gut. Perfekt. Also, ja, und in Irland war das halt auch toll. Also, da habt ihr dann quasi den zum Spazierengehen auch genutzt, oder? Zum Spazierengehen, in die Pubs rein, also ich konnte alles, ich war mobil. Ja, sehr schön. Genau, und ich hatte genügend Fahrer dabei, die mich geschoben haben. Perfekt. Weißt du auch, wie ist das für diejenigen, die dich schieben, angenehm zum Schieben, so vom Gefühl oder leicht mit der Bereifung? Ja, wir hatten damals in Irland noch keine Luftreifen. Der jetzige ist mit Luftreifen und das ist eine super Erleichterung für mich zum Sitzen, weil es einfach weicher ist und auch für die schieben, geht es leichter. Also das ist wirklich klasse. Perfekt. Wie war das damals, als du dann das erste Mal den Rollstuhl benutzt hast? War das eine Überwindung für dich? Nein, nicht so sehr. Ja, doch. Das allererste Mal, wo ich ihn benutzt hatte, war in Amerika. Da hatten wir ihn ausgeliehen gehabt. Mhm. Und somit war es jetzt für das jetzt, wo ich den Rolls Motion jetzt benutzt habe, nicht mehr die Überwindung, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir gut. Mhm. Nee. Und die allergrößte Überwindung war damals der Stock. Und ich denke mir, wenn man das erste Mal sich schon überwunden hat, dann ist alles andere ist ein Hilfsmittel, was eigentlich wirklich nur hilft. Kann sich quasi langsam rantasten, das Ganze auch. Ja. Und es unterstützt ja wirklich. Mhm. Und, ja. Hast du abschließend ein paar Worte für jemanden, der vielleicht gerade in der Situation ist, dass er sich jetzt ein Hilfsmittel zulegen sollte, möchte? Einfach ein paar motivierende Worte vielleicht oder auch. Genau, wie dein Weg war. Ja, ich kann es echt gern versuchen. Ich kann jedem nur nahezulegen, das einfach mal auszuprobieren. Man muss es ja nicht gleich sich zulegen, vielleicht passt es auch nicht. Aber mir hilft der Stock und mir hilft auf alle Fälle der Rollstuhl. Weil man nimmt wieder so viel teil am Leben und das ist einfach schön. Und ich würde es einfach, ich weiß, es kostet am Anfang Überwindung, aber wenn man es benutzt hat, ist es so viel leichter. Und deswegen soll es jeder eigentlich ausprobieren. Super. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und genau, ganz viel Spaß noch weiterhin mit dem Rolls Motion. Hammer. Alles Gute. Genau.